Henriette Rieker, Oberbürgermeisterin von Köln nach 2 Jahren. Sie hatten ja immer das Vergnügen, virtuell auch dabei zu sein, richtig analog auch bei den letzten Proklamationen. Jetzt wieder vor dem großen Publikum, große Bühne, sozusagen der Bang der Prinzenproklamation. Freut man sich da besonders dann doch drauf? Ja, ich freue mich besonders, aber ich freue mich vor allen Dingen natürlich besonders, dass das Dreigestirn und dass die Kölschen heute wirklich eine Proklamation miterleben können. Und nach 2 Jahren Corona ist das, glaube ich, für viele sehr, sehr wichtig, auch wirklich mitzufeiern. Jetzt sind Sie ja bei den Roten Funken, Agrippina Courage, wenn ich das richtig im Kopf habe. Freut man sich da besonders, dass die Roten Funken dann das Dreigestirn stehen? Oder muss man da als Oberbürgermeisterin auch eine gewisse Neutralität an den Tag legen? Also ich freue mich natürlich sehr, dass es Rote Funken sind und dass die auch die Besten in dem Auswahlverfahren waren, weil das war ja gar nicht sicher. Man bewirbt sich ja und macht sozusagen so ein Casting. Und ich habe das auch erst am Nick-Abend erfahren, als ich die kennenlernen durfte nach den Sommerferien. Und dass das natürlich Rote Funken sind, gefällt mir, auch wenn sie nicht im gleichen Knubbel sind wie ich. Drittes Knubbel sind die. In welchem sind Sie? Ich weiß das gar nicht. Ich bin im zweiten Knubbel und die sind im dritten Knubbel. Ja, ja. Die sind im dritten. Ja. Jetzt merkt man ja schon 200 Jahre Kölner Karneval oder geordneter Kölner Karneval, so ist das ja richtiger, strahlt auch schon so ein bisschen in die Bundespolitik aus. Frau Baas ist da, mit der haben wir gerade gesprochen. Erhoffen sich da auch so ein bisschen so einen Schub für die Stadt Köln? Also ich freue mich, dass die Bundestagspräsidentin hier ist als Schirmfrau, nicht nur dieser Veranstaltung, sondern des Festjahres. Das zeigt auch, dass wir dieses Spannungsverhältnis zwischen Karneval und Ukraine-Krieg und dann ist der Papst noch gestorben. Also viele finden das ja auch nicht angemessen, dass wir feiern. Und die Bundestagspräsidentin war ja selber auch Kommunalpolitikerin und sie weiß, wie wichtig so eine Tradition für eine Stadt ist. Und wir werden heute auch, also in meiner Rede wird der Ukraine-Krieg vorkommen. Wir verlassen ja dieses schwierige Thema nicht. Wir gehen nur davon aus, dass man für eine kurze Zeit auch diese Dorgen fortüjon, wie die Kölschen sagen. Also das heißt nicht, dass wir nicht auch bei den Menschen in der Ukraine sind und daran denken, worunter die jetzt leiden. Nichtsdestotrotz, heute wird in Köln gefeiert, auch gelacht wahrscheinlich. Das wollen wir jetzt genießen, glaube ich, mit der Prinzenproklamation. Wunderbar, dass Sie daran erinnern, dass wir auch andere Themen haben. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Prinzenproklamation 2023. Ganz herzlichen Dank. Dass Sie hier sind.